Willkommen bei Philosophie im Gespräch. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Wir haben heute zu Gast Frau Magister Sonja Meisel. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Du bist Philosophin und Mentaltrainerin, diplomierte Lebensberaterin nach Kurt Depperwein an der Akademie für geistige Wissenschaften in Bad Uds. Du warst auch, oder bist es eigentlich immer noch, Bilanzbuchhalterin. Ja. Muss ich gleich dazu sagen, alle Achtung. Und dein Thema der Diplomarbeit war die Angst ängstigt nicht, was ich auch sehr spannend finde, weil das Thema Angst ist ja bei uns jetzt ein sehr gängiges, ne, dass alle Welt ist angstverseucht. Ja. Du bietest auf deiner Website, du hast auch eine Homepage, zwei Angebote an, und zwar für das philosophische Gespräch und Meditation. Du, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Meditation und Mentaltraining? Mentaltraining muss nicht unbedingt der Meditation beinhalten. Ja, Mein Mentaltraining hat von Anfang an die Meditation beinhaltet, weil ich einfach über die Meditationen zum Mentaltraining gekommen ist. Und ich wollte dann einfach eine Ausbildung machen und bin eben dann zum Professor Depperwein gestoßen und habe eben dort die Ausbildung zum Lebensberater gemacht. Das beinhaltet natürlich auch das Mentaltraining, und so bin ich jetzt Mentaltrainerin, wobei Mentaltrainerin ja auch so ein umfassender Begriff ist. Was ist das eigentlich, Mentaltraining, Coachen? Ja, die Gedanken coachen, kann man das? Kann man, wie gehen wir um? Und da setzt sie irgendwie an. Was können wir mit den Gedanken machen? Wie können wir die verändern? Können wir einwirken? Wie weit können wir einwirken auf unsere Gedanken? Ja, das ist die Frage. Ja. Und was können wir wirklich da selbst dazu beitragen? Ne? Kann ich mich selbst wirklich heilen? Ja? Kann ich die Selbstheilungskräfte vielleicht anregen? Was brauche ich sonst noch? Ja? Das ist wirklich immer ein spannendes Thema. Aber eines ist mir in dieser langen Zeit der Beschäftigung mit dem Mentaltraining aufgefallen, dass sich da einfach ein Spannungsfeld auftut zwischen dem, was ich tun kann, wofür ich Verantwortung übernehmen kann, und dem, wo man vielleicht gar nichts machen kann, und auf der anderen Seite, wo ich aber dann wirklich auch auf Hilfe anderer Menschen angewiesen bin. Ja. Wenn ich jetzt da einen Heuschnupfen hernehme, dann bin ich sehr gerne auf die Medizin angewiesen, nicht? Auf die hervorragenden Leistungen unserer Mediziner. Das liegt mir schon am Herzen, das zu sagen. Aber wenn ich es auf der anderen Seite mir anschaue, nicht? Wenn ich jetzt zum Arzt gehe und einfach mich hinstelle, so bitte und Herr Doktor, jetzt machen Sie mich wieder gesund, ja, und mich dann komplett aus der Verantwortung herausnehme und mich halt nicht mehr mit dem beschäftige und sage, so bitte, und Sie machen jetzt alles für mich, ja, dann glaube ich auch, dass es zu wenig ist. Also man kann selbst mit und selbst mitgestalten, und meine Leidenschaft ist halt, die Gedanken so zu beobachten und einfach schauen, ja, wie wirken sich die Gedanken vom Körper aus. Und da habe ich einfach in der Meditation festgestellt, dass man durch bestimmte Gedanken ruhiger wird, durch andere wieder. Ja, wenn ich mir jetzt gleich einmal ein Unglück vorstelle, oder gestern habe ich von einem Todesfall erfahren, ja, wenn ich mir das vorstelle, dann fängt es in meinem Körper an, dass eine Veränderung kommt, ja, kommt, und auf einmal ist dann was da, ja, wo ich nicht mehr sagen kann, das ist ein Wohlbefinden, ja. Wenn ich aber dann andere Gedanken und eben in der Meditation eben diese Farb- und Lichtmeditationen, die dann eben helfen, dass man wieder zu schönen Gedanken kommt, dann beruhigt sich, und das ist jetzt interessant, wirklich auch der Körper. Und dieses Einwirken kann man selbst spüren. Wo dann da wieder die Grenze ist, ja, dass das vielleicht nicht mehr möglich ist. Ja, das muss man halt auch herausfinden, und das ist sicher bei jedem verschieden. Ja. Es ist nur so, für mich ist dieses erinnerte Wohlbefinden, so nenne ich das, ja, diese Gelassenheit, diese Ruhe, die dann in der Meditation einen überkommt, ja, dann ist das für mich so,
so ein Anhaltspunkt, ja, dass wir da jetzt uns gewisse Situationen im Leben anschauen können. Vielleicht auch, dass wir ein Unglück uns noch einmal herholen können, das noch einmal betrachten. Oder eine Situation, wo ich einfach weiß, ja, wenn ich wieder mal in diese Situation komme, dann möchte ich anders handeln. Ja? Aber wie kommst du eigentlich von der Philosophie zur Meditation und zum Mentaltraining? Du bietest ja beides an. So, ne? Ich biete beides an. Und das ist der umgekehrte Weg. Ich bin später zur Philosophie gekommen. Ja. Also ich habe erst, also das, der, so auf dem zweiten Bildungsweg, der mir halt einfach ermöglicht worden ist, habe ich dann Philosophie studiert, weil mich dann die Philosophie so interessiert hat. Mhm. Also vom Mental, ich habe dann irgendwie eine Grenze gefunden beim Mentaltraining. Ah, das hast und du vorher praktiziert? Und das habe ich schon vorher praktiziert, ja. Okay. Ja. Und dann bist hast dann, du gesagt, okay, ich... Und dann war mir das zu wenig. Ich habe dann angefangen, eben philosophische Bücher zu lesen, und das hat mich dann halt so fasziniert, und ich habe gewusst, eigentlich kann ich da viele Fragen, die halt im Mentaltraining und auch in den Meditationen gekommen sind, dann beantworten. Und das war also für mich also wirklich also auch ein Weg der Selbsterkenntnis, und viele sagen ja auch in der Philosophie, dass die Philosophie ist ja ein Weg der Selbsterkenntnis. Du willst Philosophie anders darstellen, und zwar nicht, dass es so durchgeknallt dargestellt wird und eigentlich als unnötig, ne? Ja. Sondern die Philosophie strebt nach einem Wissen, das über einen vordergründigen Nutzen hinausgeht und sich selbst genügt. Philosophie will Zweck sein und nicht Mittel. Sie ist die Liebe, die nach Weisheit strebt und die Dinge um ihrer selbst willen zum Gegenstand einer Betrachtung macht. Jetzt stellt sich für mich nämlich die Frage, ist es frei von moralischen und ethischen Betrachtungen und Ansprüchen, deine Philosophie? Oder weil das ist ja auch in gewisser Weise Thema in deiner Diplomarbeit, Angst ängstigt nicht. Ja. Da kann man ja nochmal zurück. Da kommen wir dann noch einmal zurück. Ja, das ist natürlich auch die spannende Frage. Ja. Dass die Philosophie natürlich nicht frei ist von moralischen und ethischen Betrachtungen. Ja? Dass es aber doch einen Bereich in der Philosophie gibt, ja? Um deren Willen man die Dinge dann wirklich nur um seiner selbst willen anschaut. Wo diese moralischen Ansprüche, die man ja hat, die einfach aufbrechen im Menschen und da sind, ja? diese Unterscheidung von Gut und Böse, ja? wenn einfach dieses Sollen einmal kommt, ja? Was soll ich tun? Ja? Wenn diese Frage, ja? Da sind wir immer schon in moralischen Ansprüchen, wenn das aufbricht. Ja? Wenn es aber jetzt, da gehe ich eben wieder von dieser Meditation aus, ja, wenn ich mich einlasse auf das, dass sich eben die Begriffe auch entbilden können, ja, dass ich dann keine Trennung mehr habe zwischen Subjekt und Objekt, also dass ich dann wirklich in einem non-dualen Bereich bin. Und das wird ja in der Zen-Philosophie sehr schön ausgedrückt mit diesem nicht denkenden Denken. Dann habe ich diese Differenz nicht, dann bin ich eigentlich in so einer Indifferenz. Und in dieser Indifferenz wird mir dieses Dasein bewusst, aber da kann ich mich nicht wirklich abgrenzen jetzt von allem rundherum. Ja? Die Welt und mein Ich, ja, diese Trennung, die ja immer da ist, das verschwimmt. Ja? Ob das jetzt ganz verschwimmt oder ob das jetzt dann nur präreflexiv ist, das sind dann wieder Fragen, die uns beschäftigen. Ja, ist es möglich? Ja? Ich sehe es so, ja, dass das eine und das viele gleichzeitig da ist. Dass auf der einen Seite die Einheit, ja, das wäre jetzt dann eben diese Indifferenz, ja, wo ich dann nicht mehr weiß, ja, wo hört jetzt mein Körper, ja, meine Leiblichkeit auf, wo beginnt die Welt, ja? Ich sitze da jetzt auf dem Sessel, ja, und dann, wenn ich mich da jetzt versenke, ja,
dann ist es so, dass das wirklich eins wird. Ich werde da wirklich mit dem Sessel ganz eins oder mit dem Stuhl, ja, das ist sehr weich gepolstert, ich spüre vielleicht noch, dass das weich ist, ja. Und dann, ja, weiß ich aber ganz genau, ja, da ist eben der Sessel und da bin ich, ja, ich habe diese Trennung immer und die kann sie nicht ganz hintergehen und wie weit ich sie dann in das eine hineinbringe. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt alles auf dieses eine zurückführe oder hinführe, sondern das ist immer gleichzeitig da, also die Einheit und auf der anderen Seite dann natürlich die Vielfalt, weil dann bin ich da, dann ist die Welt da und dann kann ich alles Mögliche betrachten, ich kann alles Mögliche beurteilen und immer mehr komme ich natürlich dann in die Urteilsfindung hinein. Ich ziehe Schlüsse und dann bin ich natürlich mitten in moralischen Ansprüchen. Du hast ja zwei Philosophen über die geschrieben oder deren Kommentare mitverarbeitet. Und zwar der eine ist der Nishitani Keiji. Keiji Nishitani, ja. Dieser japanischer Philosoph. Ja. Und den Kierkegaard. Ja, den also Sören Kierkegaard. Die finde ich sehr spannend, welche Kombination du da genommen hast. Ja. Ja. Und du schreibst eben auch dieser, ich glaube, das ist der Nishitani, oder ist das jetzt der Kierkegaard, ich weiß jetzt nicht mehr, dass über die bedingungslose, erwartungsfreie Liebe, ja, die eben frei von Urteil ist, genau, und das Gute und das Böse nicht voneinander unterscheidet. Also da habe ich dann müssen schon einmal nachdenken, inwieweit sind wir überhaupt als Mensch dazu in der Lage. Ja, das ist wirklich eine sehr gute Frage, die du mir da stellst und das bleibt natürlich irgendwie in der Schwebe, ja, aber in diesem Indifferenzpunkt, in dieser Non-Dualität, ja, wo Subjekt, Objekt zusammenfallen, ja, und das man erleben kann, eben in der Meditation und vor allem auch in der Sehmeditation. Meine Meditationen sind eben Licht- und Farbmeditationen, da wird immer noch etwas vorgestellt. Ja? Mhm. Aber es soll eigentlich wirklich so weit gehen, dass wir alle in eine Begriffslosigkeit kommen können. Ja? Und da hast du den Begriff dann nicht mehr von Gut und Böse und auch die Unterscheidung nicht mehr. Du kannst dich wirklich in einen Zustand hineinversetzen und es kann jeder und der ist auch immer da. Jeder Mensch hat das. Also das ist ein universales Prinzip, ja. Das heißt, wenn ich mich jetzt in den Wald setze und zwei Stunden lang nur die Bäume anstarre, so quasi ins Nahenkastel schaue, ist das eine Art Meditation? Würde ich sagen, schon, ja. Oder? Also gerade dieses Nahenkastel schauen, das ist vielleicht gar nicht so ein schlechtes Beispiel, weil das machen wir ja alle zwischendurch einmal. Ja. Auf einmal haben wir alle so Augenblicke, ja, was war das jetzt? Und vielleicht im Nachhinein kommt fast ein Erstaunen, da sind wir ja dann schon wieder bei der Philosophie, ja, denn der Philosophie geht es ja auch immer um dieses Staunen, und diese, dass es überhaupt etwas gibt, nicht? Und nicht viel mehr nichts. Ja. Also bei dieser Meditation jetzt, ja, so wie es nach Kassel schaut, ist auch eine Art von Meditation. Würde ich sagen, ja. Wenn du, was du auch erwähnst bei dem Thema ist, und zwar die innere Stimme ist da hat eine Relevanz dabei und auch das Urvertrauen. Mhm. Für mich stellt jetzt die Frage, ich meine, die Intuition ist ja die innere Stimme, oder? Die Intuition wäre die innere Stimme, aber natürlich auch jedes Sollen. Also ich soll jetzt das oder das tun, wenn dieses Sollen aufbricht, ist es ja eigentlich auch eine innere Stimme, ja, die mich zu einem Handeln eben anregt, anführt, ja. So. Das ist mir ja noch in gewisser Weise klar, aber wie kommt Mann, Frau zum Urvertrauen? Ja, das Urvertrauen, das ist eben meine Ansicht, dass die eben in dieser Non-Dualität entsteht, dass dieses Urvertrauen wirklich in der Non-Dualität ist. Ja? Dass aus dem entspringt das Urvertrauen? Das ist, oder? Ich würd auch sagen, das ist einfach so ein Urzustand, ja, vielleicht kann man es wirklich mit einem paradiesischen Zustand beschreiben, ja, die Welt, ja,
kann nie so paradiesisch werden, weil sie ja immer in dieser Trennung von Subjekt-Objekt ist und weil sie sich so darstellt. Ja? Aber in dieser Einheit ja, von Subjekt-Objekt, nicht, in dieser Non-Dualität, wo sich eben in der Meditation dann diese Begriffe entbildet haben, da kommt man eben zu diesem Zustand des Sambodhi, dieses Erwachen. Ja? Für den Buddha ist dieses Erwachen ein Weg, den man dann vielleicht einmal erreicht. Ja? Also für Buddha, der Buddha hat ihn erreicht und alle anderen, die diesen Weg gehen wollen, ja, die wollen das Sambodhi erreichen. Ich bin der Meinung, dass das Sambodhi, also dieses Erwachen ja, zu dieser universellen Weisheit ja, oder Wahrheit immer da ist. Und das ist vielleicht auch genau dann dieses Bewusstwerden, dass wir auf der einen Seite in der Differenz stehen und auf der anderen Seite aber immer auch in dieser Einheit. Das Urvertrauen selbst, finde ich, also das wahrhaftige, universale Urvertrauen, das ist eben in dieser Non-Dualität zu finden. Also in der Non-Dualität. In der Non-Dualität, ja, so. Also wo Objekt und Subjekt nicht getrennt ist. Und auch nicht gut und böse existiert. Und wo eigentlich, ja, auch nicht, also dieses Rückgehen. Aber bitte, mir ist es vielleicht auch wichtig, dass wir immer uns gleichzeitig beides vor Augen haben. Wir gehen da nicht zurück und dann sind wir im Paradies und dann sind wir wieder da. Wobei durch dieses Erleben der Meditation förmlich wirklich auch so ein Sprung entstehen kann. Ja? Weil wenn sich wirklich alle Begriffe entbildet haben oder wenn ich lange ins Nahenkastel schaue, ja, dann braucht es ja eine Weile, bis die Welt wieder entsteht. Ja? Du hast gesagt, na, du bist irgendwo im Wald nicht, und schaust da vielleicht durch die Bäume durch die Blätter und die Äste durch, ja, und du verbindest es damit, ja, schau ins Nahenkastel, ja, und dann dauert es eine Weile, ja, bis alle Bäume wieder da sind und vor allem dann dauert es noch länger, bis ich wieder alle Bäume benennen kann. Ich weiß dann wieder, aha, da steht eine Tanne, da steht eine Fichte, und. Und dann kommt wieder herein, dann fällt man vielleicht wieder ein, ja, dass ich im Wald bin, sondern dass wir vielleicht alle miteinander unachtsam mit der Natur umgehen. Ja. Dann ist Welt und dann ist auch wieder der moralische Anspruch da. Aber Hauptmotiv der Meditation ist ja eigentlich zu erinnern, innerlich ruhig zu werden, also sich zu entspannen, ist eigentlich der Haupt. Das ist das Hauptmotiv, ja. Beziehungsweise im Mentaltraining ist eigentlich das Hauptmotiv, Ziele zu verwirklichen. Aha. Oder Vorsätze, die man hat, zu verwirklichen. Ja? Oder eben die Gesundheit zu beeinflussen oder mit kleinen Wehwehchen besser umzugehen. Ja? Das schreibt übrigens der Kant auch, ja. Das ist eine Streitschrift, die medizinische Fakultät, ja. Und da hat er eben, beschreibt er wirklich, er hat Husten und Schnupfen und das ist ihm zuwider, weil das stört seine Nachtruhe und dann nimmt er sich eben den Vorsatz, dass er da ruhig ist und da beschreibt er eben, wie er da atmet, also es ist recht interessant, das nachzulesen. Mhm. Das stimmt dafür. Der Kant? Ja, der Kant, ja, ich hätte es nicht gedacht, aber es ist der Kant, ja. Naja, dieses Mentaltraining, ich glaube ja schon, dass das funktioniert. Die Frage ist nur, welches Kaliber an Veränderungswünschen, da, wie groß sind da die Kaliber? Ne? Also eher so leichte Macken oder Eigenschaften, die weniger fördernd sind, sind vielleicht eher leichter zum Bewältigen darüber, wenn es jetzt also gröbere Prägungen zu verändern sind, braucht man sicher etwas länger dafür, oder? Und auch andere Hilfe, ja? Psychotherapie, medizinische Betreuung und. Mhm. Denn die Schwierigkeit, das festzustellen, ja, zum Beispiel, wenn wir jetzt von der Angst ausgehen, ja, Angstzustände, ne, bei Søren Kierkegaard ist die Angst unbestimmt, ja, die überkommt einen. Mhm. Und er sagt, die Angst überkommt einen durch die Reflexionstätigkeit, durch die Möglichkeit, ja, die wir dadurch bekommen, entweder so oder so
handeln zu können. Ja? Also eigentlich durch diese Freiheit, ja. Die in uns ist und diese Freiheit, die eben diese Reflexionstätigkeit in Gang setzt. Gehen wir nochmal deinen Themen. Etwas hat mir dann weniger gefallen, und zwar, das ist auch so ein Thema von dir, Konzentration und Leistung steigern. Da frage ich mich, warum, wozu, weil die Wirtschaft kann ja auch nicht in den Himmel wachsen, warum müssen wir permanent perfekter und leistungsfähiger werden? Wir haben ja auch eine Grenze, oder? Schon, bin ich auch der Meinung, aber wir wollen auch unsere Geschicklichkeit üben. Wir wollen gar nicht jetzt, um da die Wirtschaft anzukurbeln, um vielleicht noch mehr Geld zu verdienen. Oder es gehört auch zum Menschsein dazu, dass er vielleicht Geschicklichkeiten erwirbt, ja, wo er sich ein Ziel vorstellen muss und wo er daran arbeitet, da eben besser zu werden. Also du meinst oder das jetzt im menschlichen Rahmen, im menschlichen, Maß? Im menschlichen Maß, okay, ja. Ja. Dann, was auch sehr interessant war, und zwar du hast auch das Thema Trauer, ja? Mhm. Und für mich stellt sich die Frage, wie gehst du jetzt damit um, wenn Menschen zum Beispiel kürzlich Trauerfälle erlebt haben, gibst du hier Anhaltspunkte im Sinne von seelischer Stütze in Form des Gedankens oder der Vorstellung, dass die Seele weiterlebt? Ist das für dich als Philosophin ein Thema? Weil normalerweise ist ja bei uns das Thema Seele ja aus der Welt. Ne? Also das ist ja, wird ja ausschließlich in Glaubensbereiche abgespalten. Ja. Oder in Schamebegriff Esoterik, also die Esoteriker, die kennen und glauben, aber wir als Naturwissenschaftler und so, als Geisteswissenschaftler, wir dürfen, die Seele an sich ist ja kein Thema. Ne? Das ist... Ja, es wie ist eines, da bei dir bei aus? Mir schaut es einfach so aus, dass diese Unsterblichkeit der Seele ist auf jeden Fall mal denkbar. Mhm. Ob sie dann existiert, ja, ob es jetzt ein Weiterleben gibt im Jenseits, ja, das lasse ich einfach offen. Ja. Mhm. Diese schrankenlose Offenheit, die ich eben auch aus der Zen-Philosophie kenne, ja, die nehme ich auf. Oder, um es mit Kant auszudrücken, also das ist einfach die Grenze der Vernunft. Ja. Aber denkbar ist natürlich die Unsterblichkeit der Seele sehr wohl. Und wenn ich jetzt diese Jenseitsvorstellung, ja, dass der verstorbene Mensch in einem Jenseits weiterlebt, ja, kann ich das ja auch ins Diesseits herholen. Ja. Ich kann auf jeden Fall sagen, er lebt im Herzen weiter. Und diese Erinnerung ist ja da. Solange ich mich an diesen Menschen erinnere, ist er in meinem Herzen präsent. Ja, aber das sind ja diese kollektiven Phrasen. Ne? Das gehört zur Phrasologie. Letztendlich wird ja in unserer Kultur dieses Thema nicht weitergedacht. Ja, das wird in die Schublade Glauben abgetan, aber es wird nicht wirklich jetzt in kollektiv in der Hinsicht unter Anführungszeichen auch wissenschaftlich dabei weitergearbeitet, ja? Dazu weitergearbeitet. Ja, es gibt schon also wissenschaftliche Ansätze, wo man versucht, vielleicht auch Gott nachzuweisen im Gehirn. Gibt es jetzt Versuche, ja? Oder gibt es Ansprüche zumindest, Gott im Gehirn nachzuweisen? Vielleicht will man auch die Unsterblichkeit der Seele im Gehirn nachweisen. Ja, für mich ist da einfach eine Grenze, ja, diese Grenze der Vernunft, ja, dass wir von der Vernunft immer belästigt werden, Fragen zu stellen, die über die Vernunft hinausgehen. Und da bin ich gern dabei, natürlich auch mich mit diesen Fragen zu beschäftigen, aber ich weiß, dass da die Grenzen unserer Vernunft erreicht sind. Ja. Aber ich unterscheide ja schon zwischen Gott und Seele. Also für mich ist ja nicht Gott ist gleich Synonym Seele. Also ich kann mir ja die Seele unabhängig von Gott, so dieses Muster, von dem wir quasi, mit dem wir konfrontiert worden sind, also Gott, er oder halt das geschlechtsneutrale Wesen, das ist ja für mich jetzt nicht ident mit der Seele, die Seele des Individuums. Ja? Also das ist ja jetzt nicht
Ja, automatisch. Was genau meinst du da mit der Seele? Ja, dass es vielleicht ein weiteres Leben gibt, dass man dann vielleicht wieder auf die Erde kommt, eben mit naja, dieser Individualität. Weil du in deiner Diplomarbeit ja auch das über Karma schreibst, ne? Und der Nishitani als Philosoph, ja. das dürfte in Japan offensichtlich nicht so ein Problem sein, sich damit auseinanderzusetzen. Aber natürlich auch Religionsphilosoph, schreibt ja über das Karma. Ja? Insofern, wenn ich mal von Karma spreche, ja, muss ich mir auch die Seele dazu denken. Oder geht Karma oder Wiedergeburt ohne Seele auch? Also ich meine, das habe ich mir noch gar nicht überlegt, aber ist das möglich? Ich meine, die Unsterblichkeit der Seele, ja, dass die Seele weiterlebt und dann wieder in einen Körper inkarniert, das, denke ich, muss ich voraussetzen bei dieser Überlegung, die ich nehme. Das hat der Nishitani auch gemacht. Ja. Bei der Nishitani schreibt er auch, alle Dinge in der Welt sind in der einen oder anderen Weise miteinander verknüpft. Es gibt kein einziges Ding, das beziehungslos zu allen anderen Dingen entstanden ist. Mhm. Da fragt sich für mich jetzt natürlich auch diese ganzen Jenseitsvorstellungen. Wir behaupten ja, wir können mit unserem Geist hier die Welt prägen und Dinge entstehen lassen, was ja auch stimmt. Ne? Wir können Computer bauen, wir können das Weltall fahren, wir produzieren aufgrund unserer Gedanken, entsteht, dann sind wir eigentlich Schöpfer. Ja. Für mich stellt sich die Frage bei dem Thema, warum beschränkt sich das auf unser irdisches Dasein? Warum ist der Geist nicht in der Lage, auch das Jenseits zu gestalten? Und da ist eben genau die Frage. Ne? Diese Vorstellungen von Jenseits müssen ja von irgendwo her sein, die sind ja nicht irgendwo auf einmal liegt der Zettel und da steht drauf, denk ans Jenseits, es gibt es. Ja? Also es muss ja der Mensch nicht nur in dieser irdischen Welt Schöpferkapazität haben, sondern auch darüber hinausgehen, weil wenn alles miteinander verbunden ist, das gesamte Universum in irgendeiner Weise im Kontext miteinander steht, warum sollte unsere Schöpferkraft hier auf der Erde ausschließlich darauf konzentriert bleiben? Ja, aber das ist genau wieder diese Frage, dass wir dann an die Grenzen der Vernunft stoßen. Da können wir eigentlich nicht wirklich was aussagen. Wir können es zwar denken, ja, aber wirkliche Aussage treffen, die können wir nicht, weil uns eigentlich die Erfahrung abgeht. Es ist einfach die Erfahrung dafür, es ist noch niemand vom Jenseits wieder zurückgekommen. Doch, es gibt jede Menge Nahtoderfahrungen von Menschen, die Minuten oder teilweise Stunden tot waren und bereits im Jenseits waren und mit den Erfahrungen wieder zurückgekommen sind. Aber das ist, ich denke, das ist auch, wie ist das beweisbar? Da will ich einfach diese Beweislage, die bleibt offen. Es ist schwer zu beweisen. Ja? Es gibt natürlich diese Gedanken und es gibt auch diese Aussagen und dieses wirkliche auch Erleben, ne? mit wahrhaftig Erleben und auch diesen Glauben dann daran. Ja? Aber denke ich, dass da diese Grenze der Vernunft erreicht ist. Wobei es aber nicht heißt, dass wir nicht jetzt über das sprechen können. Aber was ist denn Vernunft eigentlich? Das ist ja auch eine von uns gedachte Vorstellung, wie wir handeln sollten. Ja? Aber wir handeln so irrational, das alle stimmt, Menschen, ja, permanent, in irgendeiner Form, die mit Vernunft null zu tun hat. Und wie beweist du, was Vernunft ist, was Liebe ist, was die ganzen Tugenden, Liebe, Glaube, Hoffnung, Mut und so weiter, das ist ja alles nicht beweisbar, außer in irgendeiner Form der Handlung, die man setzt, die aber 100 Jahre später als komplette Idiotie dargestellt werden könnte. Das ganze Heldentum wird als Tugend dargestellt. Ja, entschuldige, Krieg führen, ist das Vernunft? Ich gebe dir recht, das ist nicht Vernunft. Andere wird dann doch, quasi geleugnet. Aber dennoch, wir stellen uns immer wieder die Frage, ist es vernünftig oder ist es unvernünftig? Aber von vornherein sind wir schon in diese Vernunft gestellt. Ja? Es kommt was an uns heran, ja? dass uns
immer schon hinhält, diese Fragen zu stellen. Ist es vernünftig, ist es nicht vernünftig? Ja? Also das Eigentliche wird das vorausgesetzt. Ja. Liebe Kollegin, das ist genau die Frage, wenn du über diese ganze Seelenwanderung sprichst und damit mit dem Wort Vernunft herangehst, wenn du das mit in dem Kontext versuchst zu wahrzunehmen, zu erklären, dann glaube ich, liegt man schon falsch, oder? Wenn ich all das, was ich tue, über die Vernunft erklären will, dann habe ich im Prinzip letztendlich gar keine Existenzberechtigung. Kein Mensch hat mehr dann irgendeine Existenzberechtigung, weil wir ruinieren den Planeten, wir gehen miteinander um, wie unvorstellbar jenseits der Vernunft, der kategorische Imperativ und kann, ist vielen, vielen Menschen bewusst, aber wer handelt wirklich danach? Sind wir überhaupt in der Lage danach, permanent zu handeln? Aber es ist dennoch dieses... Wir sind menschlich. Ja, aber genau diesen moralischen Anspruch haben wir es. Wir wissen nicht, wie es uns gelingt, ob es uns gelingt. Ja? Aber es ist doch dieser Wille, auch dieser gute Wille dafür, ja, dass wir es erreichen. Ja? Dass wir es zumindest erreichen, dass uns allen auf der Welt, allen miteinander recht gut geht. Ja? Dieser Wille ist da. Dieser gute Wille, von dem Kant spricht. Bei den einen mehr und bei den anderen weniger, würde ich sagen. Man kann natürlich auch diesen guten Willen da in irgendwelche Rechtfertigungsgründe pressen, warum man ihn nicht mehr haben kann. Ja. Aber dennoch denke ich gerade da wieder an diese Non-Dualität, dass da der gute Wille einfach vorhanden ist. Ja. Wenn man erlebt, eben dieses Dasein, es ist dieses Nicht-Getrennt-Sein und das ist eben durch diese Meditation auch wirklich erlebbar oder für viele erlebbar. Ja, aber die Meditation ist ja im Prinzip ein Sonderzustand. Ne? Das ist ein extraordinärer Ausnahmezustand, in dem ich mich eigentlich 24 Stunden meines Daseins pro Tag aufhalte. Genau, und dann bin ich immer wieder in diese Dualität gestellt. Ja? Aber dieser Idealismus, der entsteht eben in dieser Meditation, den ich aber eigentlich auch nicht beschreiben dürfte, weil ich kann nicht von einem Idealismus reden, ja, weil da hört die Sprache auf in dieser Nicht-Dualität. Ja. Alles, was ich dann wieder in Sprache fasse, ja, das fasse ich ja wieder in der Dualität. Sprache ist ja selbst dual. Ja. Also da habe ich ja schon das Problem. Ja. Ich kann mich maximal dem ein bisschen dem annähern. Ja. Aber es ist einfach so, ja, wir haben den Idealismus, ja, wir haben diese Sehnsucht alle miteinander an das schöne, wahre, gute. Die, die es nicht mehr glauben, die sagen, ja, das kann es nicht geben, die sagen, es ist, die Realität ist eben genau, wir sind in diese Welt hineingestellt und die ist halt eher böse, wir können eigentlich nicht sehr viel unternehmen, ja, und vor allem wir sind das wirklich Böse, ja, wir sind sterblich, das kommt ja auch dazu, ne, dass das ja letztlich auch das Böse ist, ja, was uns da trifft, ja, und mit dem wir sehr, sehr schwer zu Rande kommen, alle miteinander, dass wir eben sterblich sind. Aber du hast ja auch das Thema Stress, ne? Also ich denke mal, das erzeugt ja auch in gewisser Weise Stress, ja. Dieses Ausklammern von unserer Endlichkeit. Ne? Ja. Und im Rahmen deiner philosophischen Gespräche ist das Thema, ne? Stress. Und auch Selbstvertrauen und Selbstwert. Ne? Und beim Thema Selbstvertrauen und Selbstwert, also sagst du, durch mentale Übungen stärken wir das Selbstvertrauen, die Würde und den Wert des Menschen in seiner Einzigartigkeit. Die Frage ist jetzt für mich, stimmt das so, weil egal welchen Beruf wir haben, ja, und mit welchen Menschen wir umgeben sind, ich glaube, so einfach ist Selbstwert und Selbstvertrauen
ich glaube, dass das nicht ganz so einfach herzustellen ist, wenn jetzt zum Beispiel ein sichtbarer Mangel vorhanden ist. Ne? Weil, was mir ja auffällt in unseren Diskussionen, jetzt einmal nicht zwischen uns zwei, sondern generell, wir werden an die Wand gestellt. Jeder ist für sich selbst verantwortlich. Du gibst keine Gesellschaft mehr, du gibst keine Kultur, keine Politik, keine Wirtschaft, gar nichts. Jeder Mensch ist ausschließlich für sein eigenes Wohl selbst verantwortlich. Und mir kommt es dann immer auch so vor, wenn ich zu wenig Selbstvertrauen oder da fällt mir was, das passt nicht, oder da kann ich nicht weiter, dann musst du nur irgendetwas tun, dann gehst du auf das Seminar, das hat zwar ein bisschen was geholfen, aber zu wenig, und dann gehst du zu, von Seminar zu Seminar, weil du bist permanent für dich selbst verantwortlich. Ja? Und da gebe ich wieder recht. Das und das finde ich so eine Überforderung und einerseits eine Lüge sondergleichen, weil einerseits sind wir mit allen verbunden, und gleichzeitig aber scheinen die aber diese Verbindung keinen Einfluss aufeinander auszuüben. Und das ist dieses Absurde daran. Ja, diese Vereinzelung kommt eben auch eben durch diese Moralität, die in uns Menschen gekommen ist und die von Anfang an immer da ist. Ja, ist auch diese Vereinzelung, das schreibt irgendwo auch der Søren Kierkegaard, ist dadurch eben möglich. Ja. Also diese, dass der Mensch vereinzelt und da er ja erst, wenn er sich vereinzelt, bricht das Gottesverhältnis auf oder das Selbstverhältnis, der Mensch, der eben sich zu sich selbst verhält, das bricht auf eben in diesem Du sollst, Da habe ich das und da hat sich der Mensch schon vereinzelt. Und wie weit wir uns vereinzelt haben, das mag dann auch dahingestellt sein. Ja? Aber vereinzelt haben wir uns ganz sicher. Und wir sehen uns wir würdigen uns ja auch eben als diese... Als einzigartig, unaustauschbar. Obwohl wir aber ganz genau wissen, dass wir austauschbar sind. In der Wirtschaft sind wir auf jeden Fall austauschbar. Ja? Wenn ich da ausfalle, werde ich ersetzt. Ja? Und das Leben geht auch weiter ohne uns. Und ich weiß ganz genau, bei manchen bin ich dann noch in der Erinnerung, aber ansonsten werde ich ausgetauscht. Ja? Alles das, was ich irgendwie halt gesagt habe, bewirkt habe, das kann ein anderer ganz leicht machen. Und dennoch aber festhalten an dieser Einzigartigkeit. Das ist mir wichtig. Und vielleicht können wir diese Einzigartigkeit ja nur deswegen begreifen, weil wir eben genau wissen, dass wir austauschbar sein. Weil wir wissen, wir sind jetzt eine bestimmte Zeit auf dieser Erde, sind jetzt da in diesem Leben und dann das ist also gehen ein wir ab. Seil, an dem wir uns festklammern. Vielleicht, ja, und wir wollen es uns einrichten, gut einrichten in dieser Welt. Und ich halte eigentlich von diesem gut einrichten in dieser Welt sehr viel. Wir sollen es uns möglichst gut machen, aber nicht auf Kosten der anderen, sondern so, dass es uns allen halbwegs gut geht. Du hast ja auch ein Thema wohlwollendes Miteinander, ne? Das passt jetzt unmittelbar dran. Das passt jetzt, ja, schon, also das erzählt. Und zwar sich selbst und den anderen auch mit seinen Unzulänglichkeiten auszuhalten. Das finde ich zum Beispiel sehr interessant, das sich aushalten. Mhm. Ja? Wohlwollen ist allumfassende Liebe, die nichts und niemanden mehr ausschließt. Jeder Mensch ist einzigartig und will in seinen individuellen Besonderheiten wahr und angenommen werden. Da ist eben für mich die Frage, wie gehst du dann, und das ist für mich, ich glaube, für jeden Menschen, der in gewisser Weise dieses wohlwollende Miteinander anstrebt, wie geht man dann im Einzelfall mit den Soziopathen, mit den Egomanen, mit den Egozentrikern, mit den Brutalos um, mit Menschen, die einen bewusst über den Tisch ziehen, weil es für sie ein Sport ist und sie unheimlich toll fühlen dabei. Ja. Wie gehst du mit diesen Menschen dann ebenfalls wohlwollend um oder knallst denen einfach an? Was machst du da? Was sagt deine Philosophie dazu? Das ist eben genau der springende Punkt, dass eben diese Pflicht anfängt, diesen Menschen mit Wohlwollen zu begegnen, obwohl wir wissen, dass es manchmal wirklich ganz, ganz schwer möglich ist. Ja? Mhm.
weil ich würde auch manchen Menschen ja ins Gesicht schreien und tue ich teilweise auch, ja, ich meine, bin ja emotional aufgeladen, ja, und es stört mich sehr vieles und das ist ja die Schwierigkeiten genau mit diesen Unzulänglichkeiten der Menschen oder miteinander dann zurechtzukommen. Ne? Und deswegen kann, so wie wir die Welt gestalten, ja, auch immer nur ein liebender Kampf bleiben. Erreichen werden wir das nicht. Ja, oder in der Non-Dualität. Ja, aber dann ist kein Handeln mehr möglich. Dann, ja, dann würde sich das erübrigen. Aber wir sind eben nicht immer in der Non-Dualität. Ja. Das ist vielleicht ja Möglichkeit, ja, dass wir uns zwischendurch einmal da wieder zurücknehmen können. Nicht? Aber dann geht es weiter, in die Welt gestellt zu sein und zu leben, nicht? Zu handeln. Nicht? Und da ist meiner Meinung nach dieses wohlwollende Miteinander die Pflicht, dass wir das zumindest versuchen sollen und immer wieder neu beginnen, es auf einen Versuch ankommen zu lassen. Aber wieso hast du diese Zitate da von Kierkegaard und von Nishitani eigentlich zum Thema die Angst ängstigt nicht hineingenommen? Wie bist du überhaupt auf dieses Thema gekommen, die Angst ängstigt nicht? Was war da der Movens, dass du das... Dass ich das nicht dazu geschrieben habe. Ja, und ja, überhaupt, dass du das Thema gewählt hast, die Angst... Die Angst ängstigt, ja. 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 Und dann hinterher noch das Nicht. Ja, weil es in der Seelenphilosophie immer von beiden Seiten angesehen wird. Also es ist die Angst, die ängstigt, aber die Angst ängstigt nicht. Ja. Also ich kann das nur in dieser Beziehung denken. Ja. Ich muss auch wissen, irgendwie wieder komme ich aus dieser Angst raus. Und das ist auch so. Kierkegaard findet ja auch den Weg dann aus der Angst raus. Ja. Also aber dieses Unbestimmte, ja, das da hereinbricht über uns, ja, das finde ich, das definiert er wirklich recht gut. Ja, aber was war dein persönliches Motiv, dich mit dem auseinanderzusetzen? Mein persönliches Motiv vielleicht auch über das Mentaltraining auf die Angstzustände, ja, die dann einfach überkommen, körperliches Unwohlsein. Es hat mich eigentlich dann der Begriff der Angst, ja, fasziniert bei Kierkegaard. Ja. Er hat ja das kleine Büchel da geschrieben, der Begriff der Angst. Und das ist jetzt ganz unabhängig davon, dass unsere Welt tunlichst angstverseucht sein muss, dass da Konzerne daran arbeiten, dass wir ständig in Angst leben. Hat das mit dem nichts zu tun? Mit der realen Realität? Ja, dass die Angst bewusst gemacht wird. Ja. Ja, dass man, wenn man es jetzt ökonomisch denken will, ja, dass man noch mehr kaufen, ja, dass man, das ist ja auch etwas, ja, da muss man natürlich auch das ganze Mentaltraining in Frage stellen. Ja. Da wird ja auch mit der Angst gearbeitet. Ja, dass man was tun kann, ja, damit es nicht überschwappt. Dass man überschwappt, ja, zum Beispiel das Burnout, ja, das ist jetzt gerade so und jetzt nimmt man die Therapie in Anspruch, ja, weil da kann man was machen und das ist ja auch irgendwie eine Angst, die da, mit der auch gearbeitet wird, nicht nur natürlich, ja, aber es kann mitunter schon sein, ja, auch im medizinischen Bereich, ja, wird auch mit der Angst, mit der Vorsorgeuntersuchung, ja, es hat... Teilweise ist es berechtigt, aber man muss auch immer schauen, ja, was ist die Absicht dahinter. Ja? Ist der gute Wille da, ja, dass uns da gut geht miteinander? Ne? Oder wird da ganz absichtlich und bewusst mit der Angst gearbeitet, damit man für sich ja, noch mehr Macht und Geld lukrieren kann? Aber das ist ganz schwer, das auseinanderzuhalten. Wie willst du in einen Menschen hineinsehen? Du hast da in deiner Biografie angeführt, dass du durch einen amerikanischen Philosophen eigentlich zur Philosophie gekommen bist. Jetzt habe ich allerdings den Namen. Der Ken Wilber. Genau, Ken Wilber. Ja. Wie bist du auf diesen Ken Wilber gestoßen oder was hat dieser Mensch für Botschaften oder für Äußerungen getätigt, dass du gedacht hast, dann, Mensch, das ist aber spannend, das möchte ich jetzt. Ich möchte jetzt aufgrund dieser Begegnung möchte ich jetzt Philosophie studieren. Was hat der da für eine zentralen Botschaft? Weil ich kenne ihn persönlich nicht, also ich habe noch nie nichts von ihm gelesen. Ja, vielleicht auch. Er ist sein Anliegen, dass er die Naturwissenschaft und die,
die Religion, die Spiritualität, er nennt es Spiritualität, zusammendenkt. Ja? Und dass er aus unserem so meist halt auch schon säkularisierten Leben oder auch mit Begriffen, die für uns aus der Religion nicht mehr, ja, die einfach nicht für uns nicht mehr so zugänglich sind, die wir in irgendeiner Form ablehnen. Ja? Ablehnen zum Beispiel, was mir immer wieder auffällt, ja, mir macht's bereitet es überhaupt keine Schwierigkeiten, das Wort Sünde in den Mund zu nehmen. Ja, aber manche Menschen, die haben mit dieser Sünde schon so ein Problem. Ja, also die Sünde gibt es nicht und grenzen sich damit ab. Ja, ich kenne viele, die mit denen die Gespräche geführt haben, nicht, dass diese Sünde überhaupt gar nicht wollen. Nicht? Und da, glaube ich, gibt es sehr, sehr viele religiöse Begriffe, die eher negativ sind. Und der Wilber hat halt auch versucht, eben die Spiritualität und die Naturwissenschaft zu versöhnen. Und da bin ich ja, und er hat sehr viel auch dann von Hegel übernommen. Ne? Und ich bin wirklich erst dadurch dann auf die Philosophie gestoßen. Ich habe immer gedacht, in der Psychologie finde ich die Antworten auf die Fragen, woher kommen wir, wohin gehen wir. Ja? Und mir war das gar nicht so klar, dass das in der Philosophie ist. Obwohl ich ein humanistisches Gymnasium besucht habe, ist irgendwie die Philosophie auch ja, stiefmütterlich vielleicht behandelt worden. Oder war ich nicht zugänglich für die Philosophie. Aber das hat sich dann mit diesem Buch hat sich das dann gewandelt. Aber du hast ja auch einen Teil in deiner Diplomarbeit, da geht es ja auch um die Sünde. Und da steht, ich zitiere, jeder Mensch kann nur durch sich selbst verstehen, wie die Sünde in die Welt gekommen ist. Letztendlich setzt jeder Mensch die Sünde selbst und kann sie niemals in einem wissenschaftlichen, sondern nur in einem religiösen Verständnis, in einem Gottesverständnis begreifen. Ja, ich meine, den ersten Satz kann ich natürlich unterschreiben. Also wenn ich jetzt an die Sünde glaube, natürlich sündige ich auch. Ne? Die man für manche Menschen permanent, ne? Für mich weniger, aber, aber auf der anderen Seite natürlich ist die Frage, wieso, weil in der Sünde ist ja auch das Gut und Böse wieder herauslesbar. Ne? Also die Sünde ist, wenn du etwas Gutes tust und wenn du keine Sünde begehst, bist du quasi gut, ne? Wenn das Sünde ist, ohne böse. Sünde, ja, wird aber grundsätzlich. Aber was ist jetzt für die Sünde ja, an sich? Die Sünde an sich ist wirklich das Erkennen von Gut und Böse und die Freiheit, die dann dazu gehört, ja, mich das, also für das Gute oder das Böse entscheiden zu können und inwieweit es dann möglich ist, sich entscheiden zu können, ja, das ist ja auch wieder, muss man auch näher sich wieder näher anschauen. Und da ist eben jeder Einzelne gefordert, ja, sich eben mit dieser Sünde und mit diesem Erkennen von Gut und Böse selbst auseinanderzusetzen. Ja. Wie gehst du damit um? Wie tust du da? Woher hast du dein Wertekanon? Möglichst viel lesen. Ist der schon eher in der philosophisch geprägt und dann halt mit neuesten Erkenntnissen aus den Sachbüchern und aus Kollegen und quer über die. Ja, ich lese eigentlich immer gerne und habe immer gern gelesen und ja, versuche mir einfach dann selbst ein Bild zu machen. Aber ich bin immer gerne auf diese anderen Wertvorstellungen auch ja, gerne angewiesen, ne? dass ich mir die zu Gemüte führe. Weil ich denke mir ja oft, was könnte man eigentlich ohne das Lesen. Was könnte ich da wirklich auch sinnvoll reflektieren? Ja? Man reflektiert ja dann doch immer über die Medien in irgendeiner Form. Ja? Ansonsten lebe ich eigentlich ganz banal den Alltag. Der Haupt ist das vielleicht gar nicht so aufgebrochen, diese Dualität von Gut und Böse. Und es ist für mich auch immer wieder versucht, das wieder einzuebnen, ja? Dass uns so gut geht, dass man einfach unseren Alltag sinnvoll gestalten, dass wir die Welt gestalten. Ja, deswegen sehe ich immer auch ein übermoralisches Moment da drinnen. Ein übermoralisches? Ja, also ein metamoralisches oder wie man das sagt. Dieses Übersteigen der Moral.
Wie geht das im Zusammenhang mit der Moral? Naja, so lang. Interessant. Das machen wir, glaube ich, alle miteinander. Ja? Wir, also, du hast nicht ständig dieses, na, was soll ich jetzt tun? Und ich meine, ich habe mir jetzt in unserem Gespräch kein einziges Mal überlegt, ja, da ist jetzt eine Unzulänglichkeit und da muss ich mich jetzt wehren oder ich muss jetzt irgendwas machen oder ich muss jetzt mich. Aber da sind wir ja rein auf der theoretischen Ebene. Ne? Also das ist ja noch relativ ungefährlich. Aber in den konkreten Handlungen, ja, auch, zum Beispiel, wenn du einkaufen gehst und du hast gleich mal 50 Plastiksackerl mit dabei, ne, bei der Nahrung. Also wenn ich da einmal unachtsam da ein Sackerl mit ordentlich entsorge, jetzt einmal im Sinne des Naturschutzes, dann habe ich sehr wohl ein schlechtes Gewissen. Also das ist sofort da. Also ich habe das Bewusstsein permanent, ist das, was ich jetzt tue, im Sinne unserer momentanen, ja, modernen Wahrnehmung von dem richtig zu handeln? Also da ist bei mir die keine Metamoral. Also die. Aber wenn es dann eine Zeit lang klappt und du erwischst dich nicht dabei, ja, dann ist es eigentlich gut, dann passt es ja. Ne? Dann passt die Handlung ja, oder? Das haben wir auch. Naja, dann bin ich aber korrekt in der Mülltrennung. Ja, also, ja, aber na, das ist für mich nicht Metamoral. Das ist dann eine korrekte moralische Handlung und keine. Ja, aber es ist doch irgendwie schon überstiegen, weil es schon so eingespielt ist nach deinen Vorstellungen, dass du das halt trennst und dass du das machst und dann passt, dann ist es gut. Und ich glaube, das gibt so viel. Also in unserem Rechtssystem ist einfach vieles auch so gut und selbstverständlich, dass wir das tun. Ich sehe das schon. Also ich sehe das eigentlich schon sehr positiv. So, eine andere Frage noch. Was ist jetzt im Moment eigentlich das Thema, was die jetzt persönlich am meisten, womit befasst du dich jetzt so in einmal rein zeitlich gesehen begrenzt? Was sind im Moment deine Themen? Ja, mich interessiert das Geld. Aha. Das ist, ja. Da haben wir gar nicht geredet drüber. Haben wir nicht geredet, ja, das ist ein ganz anderes Thema, ja. Ja, ja. Wieso, in welcher Hinsicht? Ja, mich interessiert das, wie aus einem Austausch, ja, heraus, ja, ein Mehrwert entsteht, wie der Mehrwert da zugeordnet wird, ja, wer da auf der Strecke bleibt, ja. Also dieses Geben-Nehmen-Prinzip, ja, die Gabe, gibt es die Gabe, gibt es das Geben, ja, ich gebe, ja, das ist nicht immer ein Austausch, ein Nehmen und ein Geben. Was ist dieses Mehr? Das beschäftigt mich momentan. Und jetzt nicht im Kontext von dieser ganzen Finanzkrise oder? Vielleicht war das auch ein bisschen ein Auslöser, dass die Finanzkrise, ja, das ist ausgelöst. Und vielleicht auch, weil ich ja Bilanzbuchhalterin auch bin, ja, ja, das holt mich wieder nicht, ein. Haben, ja, wir gar nicht, haben wir nicht. Wäre aber auch spannend gewesen. Ja, ja. Ja, die Buchhaltung, die Buchhaltung selbst ist ja das Soll und Haben, dieses Harmonie, ja. Diesen Luca Pacioli hat der geheißen, ja, der dieses Prinzip da erfunden hat, dieses Ausgleichs, ja, zwischen Soll und Haben. Und es ist eigentlich eine Harmonie, ja, was natürlich dann zwischen da drinnen steht. Ja, das ist, ja, wirklich. Na gut, das machen wir dann das nächste Mal. Aber Geld, das ist sicher auch ein Thema, was sehr spannend ist. Ja. Weil es eben auch mit dem Thema Schuld verknüpft ist. Ne? Weil es muss ja jemand eine Lawine Schulden haben, damit die anderen eben ein Vermögen aufbauen können. Also genau. In dem Sinn ist Geld auch im Kontext mit Schulden. Vielleicht ist die Erbsünde mit der Erfindung des Geldes entstanden. Das kann ja sein. Ne? Dass die Erbsünde eigentlich die Erfindung, ich meine, zuerst haben sie nur Muscheln und Talente und Spieße und sowas gehabt, ne? Das Austausch. Aber vielleicht ist in dem Moment einfach die mit der Geldwirtschaft, jetzt im Sinne von, so wie wir es kennen, eigentlich auch erst die Erbsünde auf die Welt kommen. Nicht, dass sie das so verarbeitet haben, das könnte ja auch sein. Nicht? Das ist mir jetzt nur eingefallen. Ja, wäre auch eine Möglichkeit. Ja. Ja, das mit der. Es ist auf jeden Fall das Geld ja wirklich dem Menschen zugehörig. Ja. Ich kenne kein anderes Lebewesen,
dass das Geld hätte. Getauscht wird auch bei anderen Lebewesen. Ne? Das Geld, auf der anderen Seite ist, glaube ich, nicht das Geld aus dem Tausch heraus hervorgegangen, ne? Sondern es war immer schon präsent, ja? diese Möglichkeit des Geldes, dass es aber natürlich dann erst in späterer Folge zum Münzgeld und zum Papiergeld gekommen ist, zum Geld gekommen ist, das und mittlerweile ist eine andere Sache. Man kann, glaube ich, nicht sagen, dass das Geld, dass man so einfach sagt, na gut, das Geld ist aus dem Tausch hervorgegangen. Glaubst du nicht? Nein, das glaube ich nicht. Also, das ist, weil ich finde es ja interessant, dass wir in der sogenannten, im Gelddenken bereits so weit gekommen sind, dass die Menschen sich eigentlich hauptsächlich über Geld haben oder nicht Geld haben definieren. Ne? Dass der Wert eines Menschen eigentlich an Geld gemessen wird. Mhm. Und da finde ich, ist irgendwie der Punkt erreicht, wo jetzt ich sofort in die Polarität stürze und sage, das ist nicht mehr gut. Ne? Da gebe ich dir recht. Ja. 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 Welchen Wert habe ich? Ja? Dann wird aufgezählt, ja, was man alles gemacht hat. Wie man sich verkaufen kann. Ja. Also es ist ein Problem, ja. Das beleuchtet gerade. So. Auch das Geld ist nicht so selbstverständlich. Ja. Selbstverständlich. Jeder hat das Geld. Das ist auch etwas. Ja. Das von Kindesbeinen an ist man mit Geld konfrontiert. Ja. Mit Geld kann jeder was anfangen. Da muss man natürlich auch die Frage stellen, kann die dann immer mit Geld was anfangen? Ne? Die Gegenfrage. Okay, liebe Sonja, ich danke dir fürs Interview. Und Irmgard, ich danke dir auch sehr, dass du mich eingeladen hast. Gerne. Dankeschön. Danke dir.